Das ist auch so eine klassische Wanderrotze-Hand. Einer, der nicht direkt seinen Kostball benutzt, weil es leuchtet. Junge, wie spielst du hier durch? Der Gegner hat ja noch mehr Bock auf Yu-Gi-Oh! Pendel und Burn aktuell richtig beliebt bei uns anscheinend. Aber das war wirklich doll. Oh Gott, da kommt ein gottloses Board, ich seh's schon. Digga, was ist hier los? Also Episode 13 von unseren wöchentlichen Master Duel Community Replays. Danke, dass ihr ständig jede Woche uns diese, also der gesamten Community, diese wunderschönen Replays liefert. Bin ich mal gespannt, was wir in dieser Woche so Schönes haben. Wir fangen da mal an. Oh! Wanderrotze! Das ist auch so eine klassische Wanderrotze-Hand, ne? So eine klassische Wanderrotze-Hand. Rubina inklusive Boardbreaker. Immer so. Ehrlich, immer so. Na gut, Kashtira verliert dann automatisch gegen Evenly Matched. Mehr muss ich gar nicht wissen. Dimensionsriss auch noch, Digga. Der Arme. Der Arme, Digga. Also, Arise and Royal ist krass. Weil jetzt ist auch noch Thrust aktiv übrigens. Aber wir behalten ihn. Das können wir mit... Das bringt nichts. Der Effekt wird trotzdem negiert. Aber mit Thrust setzen wir uns die Falle. Ja. Das ist auch wieder zu spät. Man hätte ihn vorher bucken müssen. Also in der Draw Phase hättest du ihn bucken müssen. Boah, noch eine Ash auf Rubina. Das ist krass. Und wir haben wieder Arisehard. Okay, strong. Tierkash holen wir uns doch, okay. Und da kommt die Rubina wieder auf die Hand. Da haben wir keinen. Ich meine. Oh, da ist der Book of Moon-Effekt, ne? Wieso triggert der Gegner seine Rise hat nicht? Also kann er nicht, weil ein Angriff ist. Nur meint. Ja, Kash to the safe. Okay, GG. Das war mein allererstes Duell mit Wanderbrisa. Verzeih mir meine Misplays. Tatsächlich hast du sauber gespielt. Deine Misplays, die kleinen Misplays hatten eigentlich nichts mit Wanderbrisa zu tun, sondern einfach grundsätzlich Spielverständnis. Aber war ja alles in allem clean. Wir haben wieder Labyrinth Sleeves. Okay, Life Twin mit... Oh, einer, der nicht direkt seinen Kostball benutzt, weil es leuchtet. Das ist krass. Mhm. Also bist du leicht finden oder was soll das hier sein? Cash Tira. Unicorn wird geimpermt. Oh, Snake Eye. Okay. Snake Eye Cash. Ich weiß nicht, was die Falle macht. Ich werde nicht lesen. Gehen in Linko-Divo. Called by. Sehr stark. Sehr stark. IP Pass. Ich meine, gut, wir können natürlich im Gegner-Turn noch, aber wenn er jetzt direkt an das Monster angreift, ist auch wieder egal. Eben. Eben. Bringt auch nichts. Das ist stark. Das ist sehr stark. Das ist richtig stark. Aber Flamebrush triggert halt. Und triggern dann weitere zwei Effekte. Da machen wir Droplet drauf tatsächlich. Auf Snake Eye Ash. Und da kommt Vayla drauf. Was sagt die jetzt? Das ist ein Reborn? Okay, krass. Und wir gehen in Trouble Time. Das ist ein interessantes Game bis hier. Der Maxi auf der Hand.
Wird geshotgunnt. In dem Fall ist es in Ordnung. Wobei ich wahrscheinlich trotzdem auf sowas oder auf sowas warten würde. Aber der Gegner muss ja jetzt irgendwas machen. Er kann ja jetzt nicht einfach passen. Von daher war es in Ordnung. Wir haben die Biro nachgezogen, was sehr stark ist. Der Gegner spielt halt hier auch maximale Maxi rein, oder? Das ist sehr strong. Chaos Neftis? Die habe ich schon mal gesehen, aber noch nie. Oh mein Gott. Der Nibiru wird einfach komplett klatsch kommen. Der Nibiru kommt einfach hier komplett klatsch. Und der kommt auch da. Geil. Zu viel, um ehrlich zu sein. Oh, wir haben Wank. Going second mit nur Bell als Handtrap. Und der Gegner fängt mit 1-4-1. Oh mein Gott, full combo. Das ist interessant. Also, ich denke... Shanes, danke schön für deinen Follow. Ich denke nicht, dass es möglich ist, hier durchzuspielen. Es sei denn, wir topdecken was richtig Dummes. Oder der Gegner spielt einfach nicht optimal. Eine Minute, 37 Sekunden später. Oh, mit der Trap. Oh, das ist krank. Oh, das ist heftig. Wie spielst du hier durch? Oh mein Gott! Boah! Junge, wie spielst du hier durch? Gut, Raisin kann Mascarena erzwingen. Man würde Mascarena... Egal, schauen wir uns an. Boah, wir negieren Raisin, aber Raisin kann gedodged. Ja, okay. Dann kommt Baron. Flamberg kannst auch bellen, genau, Bruder. Willkommen. Ja, in Discord, Punky. Also ich behalte meine Bell für gewöhnlich für Dings, für Princess in meinen Turn, weil dann hast du, kannst du ihren Friedhof wegnegieren. Aber es kommt immer auf die Spielsituation an. Boah, Junge. Das ist crazy. Dass wir hier, okay, wir haben zwei Feuermonster, aber dass wir hier noch weit... Digga, das ist heftig. Das ist heftig. Wie? Wie kann das der Gegner nicht gewinnen? Das geht doch gar nicht. Oh mein Gott. Aber trotzdem. Also okay, viel Material Zeus, aber der hat zu viele Handkarten. Ich check's nicht. Er hat viel zu viel Kartenvorteil. Okay, wir gehen Nita. Holen Raisin. Der hätte das nicht verlieren können. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Keine Ahnung. Oh, Duelist Cup. Abgrundschau... Oh Gott, nein, nicht Abgrundschauspieler. Bitte nicht Abgrundschauspieler. Oh mein Gott. Oh Gott, der Gegner hat ja noch mehr Bock auf Yu-Gi-Oh! Oh! Oh, Nord gegen Elend! Oh, die wollen beide kein Yu-Gi-Oh! Spielen. Ja, cool. Ich lese mir das jetzt nicht durch. Mach mal. Aha. Irgendwas ist da passiert? Albas! Lubellion! Was sehe ich da? Branded Stun? Ich check diese Abgrundschauspieler einfach nicht, ehrlich. Was passiert da?
Das ist doch Tier 0! Warum können die so viel? Okay. Mhm. Oh mein Gott, da triggern wieder 1000 Effekte. Kein Mensch weiß, was da passiert. Ich habe schon ein paar Mal gegen Abgrundschauspieler gespielt und verloren. Jedes Mal. Weil ich es einfach nicht raffe. Pro wechselt mit Game Deck. Einfach. Keine Ahnung, Brandon Stun. Sei mir ehrlich, wie lange dauert es, bis man so ein Deck drauf hat? Bis man. Abgrundschauspieler. Wie lange dauert das? Was macht das Deck eigentlich? Oh, sehen wir vielleicht Guardian Chimera? Weil ich glaube, du willst hier nicht die gegnerischen Karten poppen. Ich hab's gesagt. Na gut, wir haben Imperm. Ja, die Rogue Decks machen so zu viel, so ist nicht. Problem ist halt immer, wenn man es nicht kennt. Ich verliere immer gegen Rogue Decks, die ich nicht kenne, weil du einfach nicht weißt, wo du zu interrupten hast. Crazy. Crazy. 10er drauf, dass wir hier ein OTK mit Pendel sehen. Aber DDD, actually. Digga, was spielt denn jeder Kashtira mit Snake Eye? Okay, die Fettaste, ich bin wieder bei 0. Eine Minute, 37 Sekunden später. Ja, Pendel und Burn aktuell richtig beliebt bei uns anscheinend. Boah, das sieht halt absolut null nach Snake Eye Board aus. Und Maxi. Damn. Unicorn triggert den Baron raus. Der Gegner hat auch noch einfach mal 6 Handkarten. 7. Und wird hier einfach OTK. Wie ist das möglich? Wie ist das möglich? There's no way. Nein. Das kann's kein. Nein, das kannst du mir nicht. Wie? Naja, er dachte. Dass man halt ausweicht irgendwie. Also er hat so einen richtigen Grundgedanken gehabt, nur wusste er halt nicht, wie das Spiel funktioniert. Ich meine, die Tatsache, dass er Raigeki Break spielt, sagt schon genug, aber. Weil er dachte, wenn das Ziel nicht mehr auf dem Feld ist, ne? Dann weicht er so gesehen aus. Würde ja gegen sowas wie Imperm zum Beispiel klappen, tatsächlich. Dass sie wieder Exo-Steps-Tester haben, ist krass. Und hier geht Exo-Steps-Tester tatsächlich voll Combo. Anti-Raigeki, wie geil.
Oh, das ist echt... Oh mein Gott, das ist doll. Oh, das ist... Oh mein Gott! Gut, wir konnten immerhin noch kontern. Aber das war wirklich doll. Kaiju into Evenly. Und dann Dinomorphie. Oh mein Gott! Oh, die Ash kommt sehr, sehr... Das ist hart. Der Gegner hat einfach alles. Der hat einfach alles. Das ist crazy. Okay, Martha. Das ist stark. Das ist sehr stark, dass wir den so outen konnten. Und jetzt können wir wieder voll Combo gehen, I guess. Boah, und die Falle wäre vorbei gewesen. Strong. Die Exosister-Traps sind auch geisteskrank. Der wurde gecallt im letzten Turn. Wir gehen in Überfallritter. Und jetzt muss es Game sein. Jetzt ist Game. Stark, Digga. War echt nice. Okay. Snake Eye Junk Speeder oder was ist das hier? Oh Gott, da kommt ein gottloses Board. Ich sehe schon. Gegner hat keine Handtraps. GG an der Stelle, I guess. Da wird ein richtig, richtig ekliges Negate-Bot bei rumkommen. Mit Gartenrosemädchen. Mit Baron. Mit Chaos Angel in Royal Finish. Axel Synchro into Dispater. Gehe ich mal stark von aus. Damn. Oh, das ist krank. Das ist krank. Herold auch noch. Yo, what? Okay, aber eine Frage. Warum nicht mit den beiden noch? Also Level 2, Level 8? Okay, sehe ich gleich. Okay, sorry. Sorry. Machst du vielleicht im Gegnerturn, ne? Ah, okay. Im Gegnerturn, ja, verstehe. Baguska! Oh mein Gott, das ist hart. Das ist hart! Nibiru! Oh, das war so geil. Das war richtig gut gespielt. Das war echt gut gespielt. Der Effekt von deinem Monster würde negiert werden, wegen Baguska. Von Axel Synchro. Aber da du Nibiru gechained hast, war das einfach sehr gut drum gespielt, drumherum gespielt. Warum kommt der Maxi jetzt erst? Das war stark. Und Satellite Warrior. Damn, Alter. Sehr clean gespielt. Sehr, sehr, sehr clean gespielt, Mann. Weil der Maxi Saturn gezogen hat? Nee, ich meine, warum Maxi nicht direkt auf Dings gechained? Auf Nip schon. Jetzt sind nicht mal wegen Potten, lol. Verstehe. Ja, aber ist doch gut gestellt. Für jede Woche halt einen. Oh mein Gott, Triple Moyer. Das ist lächerlich. Und es ist schon wieder Snake Eye. Ich kann es nicht mehr sehen. Vor allem die ganzen falschen Plays. Nicht, dass es falsch war, ich meine ja nur. 1:37 später. Okay, so dieses Board, I guess. Maxi, die sechste Karte. Das ist so eine Verarsche. Das ist so eine Verarsche, Bruder. Immerhin kriegen wir den Maxi durch. Oh mein Gott. Das ist zu viel des Guten. Das ist einfach zu viel des Guten. Apollo USA.
Wir ziehen uns auf jeden Fall tot. Oh, Jacob ist ja ganz stark. Ja, Apollosa kann halt nur einmal pro Kette negieren, daher kann Draco Berserker sie banishen. Jetzt kommt die Prinz aus dem Grave. Wir ziehen und ziehen und ziehen. So, Moye-Effekt zeigt Moye vor. Holen wir uns einen Token. Holen wir Baxia. Target die Face Down. Effekt Moye noch, um zu ziehen. Baxia wird jetzt gewadert, aber wir dodgen, weil wir genau die richtige Karte nachgezogen haben. Da kommt eine Ash, aber egal, Baxia kommt durch. Baxia kommt durch, Ecclesia kommt aufs Feld. Alter, das ist krank. Mönch kommt aufs Feld, wir poppen. Ecclesia nochmal mit dem Effekt. Into Taya. Digga, was ist hier los? Der Gegner spielt ja kein Nibiru oder was? Kann doch nicht sein, dass er kein Nibiru gezogen hat. Das ist crazy. Das ist crazy, Bruder. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was ist das? 20 Handkarten und er wird einfach von Sword Soul OTK'd. Boah, das war sehr strong. Das war richtig strong, Mann. Boah, krank, ehrlich. Sehr, sehr, sehr nice. Also wirklich richtig nice wieder, Jungs, ehrlich. Dankeschön wieder für diese ganzen kranken Replays. An alle, die es noch nicht getan haben, bitte auf YouTube abonnieren und denkt bitte auch daran, diese Videos zu kommentieren und zu liken. Kuss geht raus. Dankeschön nochmal für diese geisteskranken Replays, Jungs.